Italiani in tutto il mondo, purtroppo. Comunque devo dire prima una cosa in tedesco. Liebe Freunde, Italiener auf der ganzen Welt. Ja, es ist leider passiert, es musste nicht sein, aber wer so eine Scheiße spielt, der verdient es auch nicht, Europameister zu werden. Nummer 1. Ah, meine lieben Freunde aus Rheinau, habe ich da extra Post bekommen? Wer zuletzt lacht am besten? Mein lieber Freund Salva. Wo soll ich bloß anfangen? Ja, wo sollst du bloß anfangen? Ja, fang halt irgendwo an. Tja, war wohl leider gar nichts. Was? Wie verkockte. Wie ver. Schnitt, 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 schnitt. Wie verkochte Spaghetti haben sie gespielt, die Italiener. Wie schlecht gemachte Tiramisu. Italiani tutto il mondo. Ja, das ist ein bisschen Spanisch, wenn man. Na gut. Das glaubst du ja selber nicht. Ja, was soll ich denn glauben? Lange Rede, kurzer Sinn. Das sagt ausgerechnet du. Pff, lach mich kaputt. Nimm's nicht so am Herzen, zu Herzen. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, kriegst du von mir ein Tempo. Darauf kann ich verzichten. Gib's im Breier. Damit du deine Tränen trocknen kannst. Also, mein lieber Freund, San und Co. Leck mich am Arsch. Erstens mal habe ich nicht geweint, sondern ich war nicht einmal traurig. Es war halt nochmal schade. Aber wenn man so ein Scheißdreckspiel gibt gegen die Spanier, dann muss man auch sagen, was soll's? Naja, das Zeug ist mir zu schwer, leck mich am Arsch, hau ab. Aber ich hätte mich so gern drauf gefreut, wenn wir gegen die Deutschen im Finale angetreten wären. Da hätte er sicherlich den Sack voll bekommen. Nun leider glaube ich, morgen ein wichtiges Spiel gegen die Türkei. Ich meine, ja, was soll ich dazu sagen, ne? Ich enthalte mich, aber wenn sie gegen die Türke nicht gewinnt, dann braucht sie euch nicht über die Italiener zu lamentieren, dass wir gegen die Spanier ausgeschieden sind, sondern ihr seid dann gegen die Türke ausgeschieden. Und das ist eine viel größere Schande. Naja, ich meine, San und Breyer und der ganze Haufe dahinter. Ihr habt sowieso keine Ahnung vom Fußball. San, du hast eine Ahnung von nix. Mein lieber Freund San und Breyer, ihr werdet doch gar nichts ohne meinen Neffe Robby. Robby, das ist ein Bestandteil im Rheinau. So wie ich ein Bestandteil hier bin in Bayern. Im tiefsten Loch! Ja, so ist es. Das ist Tatsache. Ah, ich bin noch nicht fertig. Ich muss mal schauen. Ja. Was hat er noch so Schönes geschrieben? Zum Schluss noch ein kleiner Witz meinerseits. Du bist ja selber persönlicher Witz, muss man halt dazu sagen. Ne? Warum grinsen die Italiener nun nicht mehr? Ne? Immer wenn sie übers Spielfeld rennen, na, weil der Rasen an ihren Eiern kitzelt. Ausrufe, 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 ich schmeiß mich weg. Ich schmeiß mich weg, das passt zu euch, zu dir. Robby hat mir gestern eine Videonachricht gezeigt, da musste ich zurückschlagen. Oh! San, Zurückschlag. Zurückschlag. Mit was willst du zurückschlagen? Mit was? Mit was? Mit sowas! Sowieso, wenn ich jetzt im Juli. Wenn ich im Juli runterkomme, da kannst du sowieso ein blaues Wunder leben. Du, der Dani und der ganze Haufe. Ich knipse euch alle ab. Ihr könnt mich mal.
Und in 2 Jahren, 2010, da werden wir sehen. Da werden wir sehen. Wir werden mit einer nagelneuen Mannschaft auftreten. Eine Sturmspitze. Boah. Mit dem Mittelfeld. Boah, mir fehlen die Worte. Eine Abwehr, mit oder ohne Cannavaro, ist mir gerade scheißegal. Sowieso. Ich hätte die ganze Mannschaft erschossen. Standrechtlich. Schande, aber was soll's. Wenn ich runterkomme, dann könnt ihr euch warm anziehen. San, du wirst persönlich vor mir knien. Und das nimmst alles zurück, was du geschrieben hast. Sauhaufe. So, ich mach kurz mal Pause.